Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zur nächsten Folge Feed the Beast Beyond. So, nach unserem Rundflug in der letzten Folge wollen wir heute mal wieder ein bisschen fleißig sein. Und zwar habe ich ein wenig was vorbereitet. Hier habe ich jede Menge schöne Blöcke drin und die wollen wir heute alle aufbauen. Und ich werde schon merken, das wird wieder hier so eine Geschichte. Das wird mich zum Verzweifeln bringen. So, und zwar bauen wir heute Heavy Machines, den Arc Furnace. Okay, gucken wir uns das ganze Teil einfach mal an. Okay, das sind alles Slabs hier hinten. Wir bauen mal von hinten nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5er Reihe. Ich weiß gar nicht, wo ich den hinhaben möchte. Vielleicht hier so drüben an die Fenster. 1, 2, 3, 4. Oh, die Fenster sind genau 5 breit. Das würde genau passen. Ich glaube, der war in der Mitte da hier hinten, ne? Ja. So, dann kommt ein nach vorne. Da. Dann kommt der. Dann wird das Ganze hier aufgefüllt mit Slabs. Eine ganze Reihe davor. Mit Slabs. Den brauchen wir gleich. Der dahin. Jetzt weiß ich nicht mehr. Genau, der Rest wird mit Slabs aufgefüllt. Damit sind unsere Slabs schon mal weg. Okay, schauen wir weiter. Da kommt der Flup drauf. Stahl. Hier kommen die vier Heavy-Blöcke noch drauf und die in der Mitte. Also den. Da die Heavy-Blöcke. Nee, das war doch verkehrt, oder? Ah, so. Wo ist mein Werkzeug? Da und da und dann diese da und dann füllen wir das Ganze mit den Bricks auf. Das sieht gut aus. So, dann wieder drei davon, zwei davon, ein frei. Da. Dick. Die waren, glaube ich, da. Wenn ich mich jetzt nicht ganz geirrt habe. Jawohl. Und dann bis über den Cauldron mit. Den Bricks aufgefüllt. Blub. Dann einen Abstand auffüllen. Den. Und dann sind wir die Bricks auch los. Perfekt. Und dann müssen wir jetzt noch genau das und das. Und dann steht das Teil im Prinzip auch schon. Jetzt brauchen wir nur noch unseren Hammer. Hämmerchen. Strom brauchen wir auf jeden Fall dafür. Ich habe keinen Fluxpoint mehr, aber gucken wir gleich mal. Da muss ich bestimmt auf den. Steht das im Buch, wo wir klicken müssen? Lalalalala.
wurde denn wirklich ein außen angeordnet? Nein, der ist verkehrt. Das wird getauscht. So. Haha. Wow. Krasse Maschine. Also, ganz ehrlich, das Ding sieht mal hammermäßig geil aus halt. Oh, Hammer. Alter, wie viel Stromanschlüsse hat das Ding denn hier oben drauf? Okay, wir füttern den mal einfach. Ich habe hier irgendwo habe ich die Elektronen gelassen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Habe ich die hier reingeschmissen? Hey, was machst du? Wo habe ich denn die Elektronen hingedonnert? Oder habe ich die alle da? Ah, da habe ich sie hingetan. Okay, so, gucken wir uns das Ganze mal an. Wie funktioniert das hier? Also hier kommen wohl die Elektronen rein. Jo. Dann nehmen wir mal hier den... warte, machen wir mal. Wir machen das mal so. Wir nehmen mal ein bisschen Iron hier raus. Ein Stick. Ein Stack Yellorium, ein Stack Gold. Schmeißen das da mal kurz rein und besorgen uns mal hier vom Squeezer den Flux Point. Oh. War der da. Okay. Wo hat der denn hier seinen Strömlinganschluss? Da hinten. Was ist das für Strom hier? Okay, er hat zumindest schon mal Strom. Conduit. Wir werden das einfach mal miteinander verbinden hier. Dann kriegt der einen von unseren Switchen. Habe ich da welche zufällig mal auf Vorrat gebaut? Nein, hat er natürlich nicht. Und ich vermute mal, hier vorne wird der Output sein. Da können wir mal einfach die Kiste hier nehmen und das mal hier so davor stellen. Okay. Was haben wir denn hier? Hier haben wir schon mal ein bisschen Iron. Wir gucken uns das Ganze mal an. Okay, er brät das durch. Das geht auch einigermaßen schnell. Ja. Die Elektronen gehen natürlich wahnsinnig schnell runter, ne? Wenn ihr euch das mal anguckt hier. Okay, Iron. Nein. Pulverized Iron. Genau. Damit kann ich nichts.
bin nämlich der Meinung, dass ich hier auch Redstone, Gold und Glowstone. Das möchte ich jetzt mal testen. Redstone, Gold und Glowstone. Der soll nämlich, soweit ich das mal gehört habe, auch Alloys machen können. Okay, er macht irgendwas. Da war was. Ja, gut. Und der kann die ganzen Slots zeitgleich beraten, so wie das aussieht. Hier. Zack, zack, zack. Genau, der brät das alles. Was macht denn jetzt Conductive Iron? Iron und Redstone, ne? Ist doch Conductive Iron. Genau, Redstone und wechselt er sich jetzt immer damit ab? Ja, der scheint sich damit abzuwechseln. Okay, soll er machen. Wir lassen ihn einfach mal durchlaufen. Ja gut, ich meine, wenn man das hier so sieht, was hier an Elektroden durchfeuert, ist das, denke ich mal, okay. Dann ist das gar nicht mal... Ja, das muss man auf Dauer dann halt sehen, ne? Wie gut oder wie schlecht das Ganze geht. Wo ist denn dieser Stein hier hin, der da fehlt? Weg. Nun, ich hab mir ein Brick. Was macht er denn hier mit mir? Okay. So, und von diesen Dingern, von diesen Arc Furnace, würde ich gerne noch, wer weiß, so drei Stück bauen. Hier so schön vor die Fenster positioniert. Oder vielleicht zwei oder drei, je nachdem, wie gut das hier hinten durchläuft. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. So, schmeißen wir das hier nochmal rein. Plupp, plupp. Und das ist das, was ich so cool finde. Du hast wirklich die Möglichkeit, das hier direkt zu braten. Würde er auch das so machen? Das würde er auch machen. Das heißt, ich bräuchte das gar nicht klein machen, aber das verdoppelt er das mir nicht. Okay, da kommt Schlacke raus, wenn ich die Ohrs direkt schmelze. Doch, da kommen zwei Stück raus. Das heißt, diesen ganzen hier mit Kleinmachen etc., das könnten wir uns eigentlich alles sparen. Aber was wäre es dann, eine Fabrik, ne? Langweilig. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir machen hier Feierabend, heute eine etwas kürzere Folge. Ich lasse das Ganze mal schön durchbraten hier. Unser Redstone ist alle. Was haben wir hier gekriegt? 50 Conductive Iron, 14 Energetic Alloy. Wenn ich jetzt beigehe und mir mal hier so ein paar Enderperlen schnappe. Thank you.
und das da rausnehme und dann das. Ja, das muss ich von. Ah, das kann ich hier nicht weiter drin verarbeiten. Okay, das geht nicht. Ich kann keine Alloys im Arc Furnace schmelzen. Okay, aber gut zu wissen, dass wir dann immerhin noch eine Batterie an normalen Maschinen brauchen. Gut, dann ich bin raus für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben unseren ersten Arc Furnace gebaut. Ich habe noch nie so ein Ding gebaut, ganz ehrlich. Ich finde das richtig klasse. Jetzt muss ich nur mal gucken, ist das hier vorne ein Input? Hat der einen Input irgendwo? Können wir hier automatisiert irgendwo Erze oder sowas reinschmeißen? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Wir schauen uns das bei Gelegenheit noch an. Ich bin raus. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.